Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zu Aktuellen Videos, Gabine 1, der Sektion der Formationsdata. Am Freitag, dem 1. Juli 2016, der DAX vorbürstlich auf 9.730 Punkten. Gestern hatten wir miteinander über den 10-Minuten-Chart darüber gesprochen, dass wir nicht nur aufgrund der Tatsache, dass am Mittwoch der DAX in der Nachbörse in Richtung 9.700 gelaufen ist, sondern auch aufgrund der Formation, die wir hier sehen, eine größere Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass der DAX nochmal die 9.700 abarbeiten sollte. Das hat zwar gedauert, aber dann zum Kassaschluss war der Höchstkurs bei 9.695 und jetzt sind wir bei 9.730 Punkten. Also das wurde abgearbeitet. Über die Stunde warte ich immer noch darauf, dass wir hier eine klare und saubere Formation sehen. Sehe ich noch nicht. Kann nur sagen 9,37, ja, das ist das Hoch vom Freitag. Also hier Referendum, dann Ausverkauf, dann Pullback von 9,37 ist der Markt dann wieder zurückgekommen, hat wieder die Tiefs von 9,200 getestet. Also hier ist es eine horizontale Widerstandsmarke und das ist auch das Hoch gewesen von Freitag eine Woche davor. Falls die Bullen hier scheitern sollten, dann sind die Ziele nach unten. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht so einfach, hier diese Marken abzuleiten, weil es keine klaren Formationen gibt, keine richtig starken horizontalen Marken gibt. Also die Ziele, falls der Markt hier eindeutig scheitern sollte und hier eine Trendumkehr bilden sollte, 9,570 und dann die nächste Zone ist dann im Bereich von 9,5 bis 9,480. Darunter 9.430 und dann ist hier noch diese offene Lücke und dann könnte der Markt in Richtung 9,2 laufen. Der müsste mir hier eine klarere Formation bilden, damit ich Ihnen besser etwas sagen kann. Also wir sind hier am Widerstand. Für den Fall, dass der Markt diesen Widerstand aus dem Weg räumt, ja, diese doppelt offene Lücke, das Ziel im Bereich von 9.800 bis 9.850 mit der 200-Stunden-Linie. Was wir uns auch angucken müssen, ist Fibonacci-Retracement. Ich wiederhole mich nochmal, oder ich wiederhole das, was ich die letzten Tage gesagt habe. Wenn der Markt um 10% fällt, dann ist es schwierig, sauber abzuleiten anhand des Charts, was der Markt machen könnte. Muss man mit Intuition arbeiten. Ich bin kein so großer Intuitionsfreund. Ich lese lieber aus dem Chart saubere Formationen ab. Und deswegen auch das, was ich Ihnen hier sagen kann, ist, wir haben hier im Bereich von 9,87 bis 9,910 50% Retracement, 61,8% Retracement. Wir haben dazwischen die 20-Tage-Linie. Also hier ist schon ziemlich viel Widerstand für den Fall, dass der Markt hier in diese Richtung kommen sollte. Durchaus möglich und wahrscheinlich, dass der DAX hier scheitert. Falls es den Bullen gelingt, oberhalb dieser Zone, insbesondere oberhalb der 9.900 zu schließen, also oberhalb der 61,8, dann sind wir eindeutig immer noch in dieser Seitwärtsphase. Und wir hatten ja immer wieder, das war das, was ich Ihnen noch am Freitag vor einer Woche gesagt hatte, als der DAX so schwach war, Leute, ja, der sieht echt angeschlagen aus, ja, ich präferiere eher, dass der Markt hier diese offenen Lücken abarbeitet bei 8.900 und 8.700. Der Drops ist aber erst gelutscht, wenn wir hier einen Wochenschlusskurs unterhalb dieser horizontalen Marke kriegen, bei 9.500, habe ich ihn jetzt ganz häufig gezeigt, und unterhalb der 200-Wochen-Linie. Dann, ja, dann ist es entschieden, ansonsten ist das nur meine Präferenz. Ist immer noch nicht entschieden. Falls es den Bullen gelingt, über die 9,9 zu schließen, also oberhalb der 61,8%, hätten sie auch wieder die 20-Wochen-Linie erobert. Wenn es nicht diese unglaublich starken US-amerikanischen Indizes gäbe, die wir uns gleich zusammen anschauen würden, wäre ich immer noch extrem skeptisch, was der DAX macht, weil das ziemlich träge aussieht, so wie er hier hochkommt. Und deswegen, er sieht noch angeschlagen aus, eindeutig entschieden, ob hier aus unten laufen wird oder ob der jetzt doch hier den Boden gesehen hat, weiß ich nicht. Ich weiß, ganz viele haben sich schon festgelegt, das wird passieren, 8,1 wird passieren, nein, das ist jetzt der Boden. Kann sein, dass die etwas sehen, was ich nicht kann. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich würde hier klein-klein arbeiten, bis das hier entschieden ist. Und einfach, und ich mag es ja gern, wenn es einfach wird. Ich sage ja immer, ich würde gern die schweren Sachen die anderen traden lassen. Auch mir passiert es, dass ich dann doch in etwas schwierigere Trades hineingerate. Einfach wird es nach meinem Dafürhalten auf der bullischen Seite, wenn diese Bullenflagge bullisch aufgelöst worden ist, und noch einfacher wird es, wenn wir über diese horizontale Widerstandszone bei 10.500 gegangen sind. Dann hat der Markt auch von der 10.5 aus immer noch 1.000 Punkte. Das wird einfach. Das hier alles noch eine übergeordnete Seitwärtsphase. Okay, so, der S&P 500, Freunde, der S&P 500, also wenn jetzt nicht
Silber schon, ich weiß nicht, plus 3,6% wäre, würde ich sagen, S&P 500 ist on fire. Also, schauen Sie sich das an. Der Markt, horizontale Unterstützung bei 2040, testet es 2 Monate lang, zwischen März bis Juni. Und dann wird das bärisch aufgelöst und sofort kommt der Markt zurück. Das nennt man ein bullisches Snapback. Also der Markt springt sofort wieder zurück. Ja? Jetzt kommen wir erneut. Und ich weiß gar nicht, ich habe es mal für Sie in einem Video mal gezählt. 2100 hier. Ich zähle es jetzt nicht nochmal. Sie schauen sich das einfach nur mal an. Mach's mal einmal rot und dick. Schauen Sie sich mal an, wie häufig wir seit Ende 2014, ja, Dezember 2015, verzeihen Sie bitte, wie häufig wir hier über diese 2,1 drüber, drunter, drüber, drunter, drüber, drunter und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir also wieder in dieser Gummizone angekommen. Die Stärke, die hier der S&P 500 zeigt, und noch klarer wird es, wenn man sich das einmal so über die Woche anguckt. Einfach nur diese Kerze, das tiefere Tief und diese wahnsinnig große weiße Kerze. Falls es den Bullen gelingt, hier allein nur im Bereich dieser Hochs zu schließen, ist das schon eine sehr aussagekräftige Kerze. Entweder muss man sich angucken, wie sich die anderen Indizes schlagen werden. Ich nehme das einmal kurz weg, damit man das ein bisschen besser sehen kann. So, entweder ist das jetzt hier eine Bullenflagge, die bullisch aufgelöst werden möchte, ansonsten über dem Allzeithoch. Hätte der S&P 500 Potenzial zu laufen? Was ich nicht weiß, ist, werden wir so wie hier, so wie hier, so wie hier, trotz der Stärke, also hier gab es ja auch mal so eine bärische Kerze und dann gab es so eine massive bullische Kerze dazu, werden wir wieder scheitern oder schaffen es die Bullen, sich durchzusetzen? Was mir nur auffällt, ist, in dieser Bewegung war auch durchaus Volumen da. Trotzdem laufen wir jetzt in Widerstände hinein und deswegen auch hier werde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, der S&P 500 macht definitiv neue Allzeithochs oder vielleicht bleiben wir an den Allzeithochs hängen. Jetzt gerade echte, absolute Stärke. Wenn man sich den Nasdaq anschaut, der Nasdaq steckt jetzt noch so mittendrin und voll dabei. Ja, auch hier horizontale Unterstützung, bärisch aufgelöst, sofort drüber gesprungen. Der Nasdaq ist jetzt an der 20, an der 50, an der 200-Tage-Linie, ist im Bereich der 4400er-Marke. Und auch da, diese Analyse ändert sich nicht. Falls diese Widerstandslinie, Widerstand, Widerstand, Widerstand aus dem Weg geräumt werden sollte und konservativ oberhalb der Horizontalen bei 4,45, hätte der Nasdaq wirklich Potenzial in Richtung 4650 und vielleicht 4700 zu laufen. Sehr viel Stärke, aber aktuell kein Ausbruch, sondern der Markt läuft in einen Widerstand. Und aufgrund dieser wirklich extremen Stärke, und schauen Sie sich das an, das nochmal einmal kurz zum Zeigen, weit oberhalb der 61,8% Investment-Marke, präferiere ich es jetzt definitiv nicht, dass jetzt der Nasdaq tiefere Tiefs macht und immer noch das Ziel, was ich Ihnen genannt hatte, bei 4140 abarbeitet. Wir sind da nämlich hier um 30 Punkten an diesem Ziel vorbei, sondern ein höheres Tief erscheint wahrscheinlicher. Und gestern hatte ich das gesagt, wiederhole das gerne. Alles, was der Markt in Anführungszeichen nur machen muss, ist immer höhere Tiefs. Und solange es den Bullen gelingt, immer diese höheren Tiefs jetzt zu machen, kommen dann die höheren Hochs von alleine irgendwann. Das ist die Frage, die noch nicht beantwortet ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, am Wochenende schauen wir natürlich auf die Rohstoffmärkte. Am Montag denken Sie bitte dran, ist Feiertag in den USA. Da gibt es keine Rohstoffausgabe. Aber wir werden auf jeden Fall am Montagmorgen wieder auf die Einzelwerte schauen. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.